Moin Moin, wir wollen über euer Projekt sprechen, 20359. Vielleicht erstmal in groben Zügen, was ist das und wie seid ihr drauf gekommen? Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, wie auch wir helfen können. Und wir haben da ein Projekt gestartet, wo wir den Leuten auf St. Pauli helfen können. Wir wollen uns da engagieren und wollen so viele Spenden wie möglich sammeln. Das ist vor allen Dingen den Leuten, die es gerade nicht so gut geht in dieser schlimmen Zeit, dass wir denen unter die Arme greifen können und wie gesagt helfen können. Ja, genau. Das ist natürlich auch immer gemeinsam ist man am stärksten und ja, deswegen Knolli und ich uns ein bisschen zusammengesetzt, mal rumtelefoniert, ein paar Leute gefragt und alle waren sofort bereit zu helfen und ja, gemeinsam ist man am stärksten. Jetzt wollt ihr aber nicht einfach nur, dass die Leute euch ihr Geld schicken, sondern die kriegen auch was dafür. Ja. Zum Beispiel was? Also es gibt viele Sachen. Also wir haben jetzt noch nicht so viel verraten, weil es soll eine Überraschung auch bleiben. Aber ich kann nur so sagen, es werden Trikots dabei sein, es werden Fußballschuhe dabei sein. Ein paar richtige Highlights dabei sein und auf euch warten. Also wir haben tatsächlich Leute angeschrieben und angefragt, da werdet ihr noch staunen, was wir da so haben. Ja, und das ist auch das Schöne in dieser Zeit, dass sich auch andere bereit erklären, was zu geben und zu helfen und vor allen Dingen unser Projekt zu unterstützen, auch wenn sie vielleicht auch gar nicht von hier kommen, sondern sie es einfach schön finden, dass man den Leuten hilft, denen es gerade nicht so gut geht. Und da muss man sich einfach nochmal bedanken bei den Leuten, die mir oder die Schnecke was geschickt haben, was wir dann zur Versteigerung geben. Wie Schnecke schon gesagt hat, das werden Sachen sein, die es so nicht zu kaufen gibt. Ich hoffe, dass der eine oder andere sich da bereit erklärt, da mitzubieten. Wir freuen uns über auch so jede Spende, muss man auch sagen, weil da haben wir natürlich auch ein paar Produkte, die wir dann einfach so rausgeben für Leute, die sagen, okay, wir geben mal einfach 5 Euro, weil wir das Projekt gut finden. Wir sind da sehr, sehr offen und freuen uns über jede Spende, über jedes Gebot. Eine kleine Kostprobe, um den Mund wässrig zu machen, so ein Lieblingsteil vielleicht, was ihr schon mal erzählen könnt, was dabei ist. Ich muss sagen, das Trikot von Troller finde ich schon, also ja. Das wird es nicht mehr geben und das kriegst du auch nicht mehr. Und dass Troller da ein altes Trikot noch rausgesucht hat, jeder weiß, der mal gespielt hat, dass man die alten Trikots dann eigentlich selten rausgibt, weil es gibt nicht mehr so viele davon. Das Trikot ist von damals, wo einige aus unserer Mannschaft noch nicht mal laufen konnten. Also das ist, glaube ich, ein richtiger Kracher. Und ja, da kommen noch ein paar andere Highlights dazu. Wir haben jede Menge Trikots natürlich auch zugeschickt bekommen. Und auch von unseren Jungs aus der Mannschaft waren auch viele sehr, sehr hilfsbereit und haben uns Sachen zur Verfügung gestellt und freuen wir uns schon drauf, dass das alles unter den Hammer kommt. Das kam eben so ein bisschen durch, Versteigerung, es kommt unter den Hammer. Wo muss ich gucken, wenn ich dabei sein will und wie läuft das dann ab? Das Ganze werden wir natürlich über unsere Instagram-Kanäle teilen. Auf der Vereins-Homepage wird es eine Info und einen Link dazu geben und mit der Versteigerung haben wir uns gedacht, dass das Ganze über eine Silent Auction läuft. Das heißt, ihr könnt mitbieten, schickt eine E-Mail, aber leider könnt ihr nicht sehen, was andere Leute so bieten und so wird am Ende des Tages das höchste per E-Mail eingegangene Gebot dieses Produkt ersteigern. Ihr habt schon gesagt, ihr wollt das Viertel unterstützen. Wie nehmt ihr das wahr? Gibt es da Themen, die euch so besonders berührt haben? Was dann vielleicht auch so den Ausschlag gegeben hat, euch zu engagieren? Ja, man sieht viele kleinere Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, irgendwie sich über Wasser zu halten und ihre Angestellten so zu bezahlen, dass die wissen, dass sie am Ende des Monats noch was in den Kühlschrank kriegen. Gerade soziale Einrichtungen, ich mal das Haus Bethlehem zum Beispiel sehe, die arbeiten da wirklich, wirklich weiter und versuchen den Ärmsten in unserer Stadt trotzdem Hilfe zu leisten. Und ja, ich finde, solche Sachen sind tatsächlich jederzeit und immer unterstützenswert. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo vielleicht es Leuten
nicht so gut geht und ich auch verstehen kann, dass man da dann vielleicht auch das Spenden einstellt, weil man selber nicht weiß, wie man über die Runden kommen soll, dass es vielleicht dann doch andere gibt, die da dann vielleicht ein bisschen mehr geben können und wir auf diesem Weg vielleicht helfen können, zu unterstützen.